Freunde, bevor das ganze Video losgeht, Jan und ich verlosen zurzeit ein Goyard Cardholder. Freunde, ich hole ihn nochmal ganz fix raus. Hier seht ihr nochmal frisch aus London, der ganze Aal. Ja, wie gesagt, wir verlosen den an einen glücklichen Gewinner von euch. Natürlich gibt es einige Teilnahmebedingungen. Und zwar, Freunde, hört genau zu. Ihr müsst einmal Jan auf YouTube folgen. Unten auf jeden Fall verlinkt, erster Link in der Beschreibung. Dann ganz wichtig, müsst ihr natürlich auch mir auf YouTube folgen. Das heißt, einfach den Kanal einfach ein Abo da lassen. Und wir haben beide gerade zeitgleich auf Instagram ein Bild gepostet vom Goyard Cardholder. Da könnt ihr ihn euch nochmal gerne reinziehen. Da müsst ihr einfach unsere beiden Posts abchecken. Also da stehen auch nochmal die Teilnahmebedingungen. Und müsst, egal bei welchem Post, drei Freunde markieren. Wenn ihr natürlich bei beiden Posts drei Freunde markiert, habt ihr eine höhere Gewinnchance, Freunde. Ja, Freunde, das auf jeden Fall soweit zum Giveaway, Freunde. Goyard Cardholder, sehr, sehr krasses Teil. Gibt es auch in Deutschland nicht zu kaufen, gibt es online nicht zu kaufen. Deswegen, Freunde, macht auf jeden Fall mit. Wie gesagt, einfach mich abonnieren, Jan abonnieren und auf unseren Instagram vorbeischauen. Da dann einfach unter ein Bild von uns beiden kommentieren mit drei Freunden. Und ja, ich wünsche euch allen viel, viel Glück und ich würde sagen, ab geht's mit dem richtigen Video. Freunde, jetzt beginnt das Video. Lass mal eben Plätze. Einmal Plätze tauschen, oder was? Neue Location, neues Glück. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich denke, wir haben gerade schon den Anfang gesehen, Freunde. Giveaway ist auf jeden Fall am Start. Natürlich soll es aber allerdings nicht in diesem Video um das Giveaway gehen. Denn es geht in diesem Video um einen kleinen Shopping-Vlog, Freunde. Jan und ich sind zurzeit in Köln. Ich habe mir schon die erste Sache gekauft. Jan hat sich aber auch schon ein paar Sachen gekauft. Allerdings seht ihr das alles auf seinem Channel. Da will ich jetzt hier nicht spoilern. Maus? Maus. Auf jeden Fall, Freunde, ich komme direkt mal zu meinem ersten LPU, was ich hier in Köln getätigt habe. Und zwar habe ich mir dieses LFDY Flanell geholt. Ich weiß, Freunde, es haben wirklich schon gefühlt 95% der Menschheit dieses Flanell. Es kostet 139 Euro, ist auch schon eine gute Stange Geld für so ein Flanell, was jetzt nicht die krasseste Quali hat. Aber könnt ihr mal eben gucken, wie es aussieht, Freunde. Es ist auf jeden Fall ein ganz frisches Ding. Deswegen habe ich mir gedacht, ey komm, du musst dir das auf jeden Fall auch mal holen. Es ist einfach geil, Freunde, deswegen. Und ja, dazu ist auch übrigens gerade schon ein neues Instagram-Bild online gekommen. Könnt ihr natürlich auch gerne abchecken. Freunde, auf jeden Fall, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal was essen gehen. Danach checken wir noch ein, zwei Stores ab, wo ich mir nämlich auch noch einen neuen Schuh kaufen werde. Genau. Freunde, kennt ihr es? Ihr geht einfach in die Läden rein. So jetzt apropos, gehe ich immer, wenn ich in Köln bin, rein. Und weiß aber, ich werde mir eh nichts kaufen. Keine Ahnung warum, aber ich finde es mal voll interessant. Ich gehe gefühlt immer in die Läden rein. Hier kaufen wir eh nie was. Feier ich. Freunde, wir gehen jetzt wieder raus, haben uns richtig viel gezogen, oder? Also ich habe richtig in die Moneten gegriffen. Das war genau das, was ich meinte. So, Freunde, auf jeden Fall ist es noch ein bisschen erfolgreicher gewesen, noch was bei Zara geholt, zeige ich euch auch gleich. Und hier, meine Damen und Herren, sitzt einfach ein Kollege fürs iPhone 11, denke ich mal. Digga, sie ist halt zu hell. Hell. Sie ist zu shiny. Kell? Okay. Ja. Wie hast du eigentlich einen 10er bekommen? Auf Schnapper von Kappa. Schnapper von Kappa, was ist das? So eine Seite, da gibt's Schnapper. Check ich direkt ab. Freunde, wir sind jetzt bereits fast am Ende des Videos. Allerdings habe ich mir nämlich noch hier was Neues bei Zara gekauft, meine Damen und Herren. Und zwar habe ich mir... ich habe mir was sehr Ungewöhnliches geholt, was ich so noch nie hatte. Und zwar eine Weste. Egal, ungetragen, so wack aus, ne? Das ist einfach nur so ein Lappen. Auf jeden Fall, Freunde, hier, das ist so eine... Mit so Patches. Ja, normale Weste halt mit mehreren Taschen. Military Style. Von Zara für, rat mal. 49,99. Genau, Freunde, 50 Euro. Ich hätte selber nicht gedacht, bin ehrlich gesagt auf abgehobener Basis einfach zur Kasse damit gegangen. Hab so jetzt mit 30 Euro gerechnet, hat auf einmal ein Puffi gekostet, aber Freunde, kann man nochmal machen. Wie die Weste getragen aussieht, werde ich jetzt einfach hier mal einblenden. Es sei denn, ich habe kein Bild, dann wird es da nicht sein. Ja, auf jeden Fall, Freunde, das soll soweit mit dem kleinen Shopping-Vlog gewesen sein. Ich weiß, es war jetzt kein krasser Vlog und wir haben jetzt nicht uns Nike Air Mac geholt oder sonst was, aber es ist vielleicht ganz chillig. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Checkt Jan aus, hinter der Kamera. Also hi. Nicht jetzt, sondern Lol. In der Beschreibung. Und vergesst nicht das Giveaway, Freunde, Goyard Cardholder. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.